Habt ihr das letzte Ziel auf Erden erreicht, das ihr im Zusammenschluss mit mir eingehen könnt in das jenseitige Reich, dass ihr mich erkannt habt als Vater von Ewigkeit und ihr als meine Kinder voller Liebe mir entgegenstrebt, dass ihr euch gestaltet habt auf Erden zu meinem Ebenbild, dann erwarten euch Seligkeiten ohne Grenzen. Dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erschauen und eure Seelen werden weilen im Licht. Wie wenig fordere ich von euch, um euch überaus vieles geben zu können. Ich fordere nur eure Umgestaltung zu Liebe, weil die Liebe euer ganzes Wesen erfüllen muss, dass ihr mich in eurer Nähe ertragen könnt, der ich in meiner Ursubstanz Liebe bin und alles verzehre, was nicht gleichfalls Liebe ist. Wüsstet ihr jedoch, wie kraftvoll ihr sein könnt auf Erden schon, so ihr die Liebe in euch mächtig zur Entfaltung bringt, so würdet ihr auch begreifen können, in welchen Helligkeiten ihr euch bewegen werdet, so ihr in das Reich des Lichtes eingegangen seid. Doch diese Erkenntnis ist wieder nur eine Folge eifrigen Liebeswirkens, ansonsten die Gefahr bestände, dass ihr um des Lohnes willen zu Höhe strebt und dies eure Vollkommenheit werden, beeinträchtigen würde. Dennoch sollt ihr meinem Wort Glauben schenken, das euch ungeahnte Helligkeiten verheißt, und so ihr starken Glauben seid, besteht keine Gefahr mehr. Dass ihr euch nur deshalb in der Liebe übt, um selig zu werden, sondern ihr liebt mit dem Herzen, weil ihr euren Vater erkannt habt, der eure Seelen lieben muss. Sucht den Zusammenschluss mit mir auf Erden zu erreichen durch Wirken in Liebe, und ein seliges Los wird euch beschieden sein im geistigen Reich. Seid hilfsbereit jederzeit gegen eure Mitmenschen, die in Not des Leibes und der Seele sich befinden, und lindert ihre Not nach eurem Können. Und ihr werdet auch das Glück der Liebe schon auf Erden spüren, denn Geben ist seliger denn Nehmen. Der Geber beglückt sich selbst, und wenngleich er sich entäußert irdische oder geistige Güter, so wird er doch dadurch nicht ärmer, sondern ich selbst segne sein Tun und vermehre, so wie er freiwillig gibt, denn einen freundlichen Geber habe ich lieb. Wüsstet ihr, welche Kraft in der Liebe liegt, dann wüsstet ihr auch, dass es keine Not auf Erden zu geben braucht, denn dann lebt ihr alle in der göttlichen Ordnung, weil die Liebe sich nicht dagegen verstoßen kann. Solange aber der Menschheit die Liebe mangelt, ist auch irdische und geistige Not unvermeidlich, denn sie ist dann ferne von mir, sie ist ohne Kraft und daher auch ohne Aussicht auf ein seliges Leben nach dem Tod. Ohne Liebe gibt es keine Seligkeit, weil ohne Liebe kein Wesen in meiner Nähe weilen kann und es für ewig von meinen Herrlichkeiten ausgeschlossen ist. Darum nützt die Erdenzeit und wirkt in Liebe. Nehmt meine Lehre an, hört auf meine Boten, die in meinem Namen euch Liebe predigen. Denkt über ihre Worte nach und befolgt sie. Und ihr werdet an euch selbst verspüren, welche Kraft in der Liebe liegt. Ihr werdet euch mir nähern und mich anstreben, und euer Ende wird ein seliges sein.
Amen.